Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen schönen, spannenden Folge Timberborn. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Du siehst es, hier stehen schon die Dammwände. Hier möchte ich dann die Schleuse reinmachen, um das Faulwasser abzuleiten, sodass das nicht mehr hier runterläuft, ja. Weil ich habe was festgestellt, in der Zwischenzeit, wo die das alles gebaut haben, das habe ich zwischen den Folgen gemacht, weil da passiert ja nicht viel, ja, habe ich Folgendes festgestellt, und zwar, wenn eine Faulwasserflut kommt, machen die Dinger das hier schön zu. Problem ist nur, das fließt dann alles hier lang, wenn wieder sauberes Wasser kommt, und dann haben wir hier eine Riesenlache Faulwasser stehen, die einfach nicht weggeht und weggeht und weggeht, und dementsprechend ist dann hier unten dauerhaft alles zu. Das ist ein bisschen doof, ne? Das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen was anderes überlegen, oder aber wir lassen den hier dann halt dauerhaft auf oder machen ihn mal kurz auf, wenn wieder sauberes Wasser kommt, so dass sauberes Wasser nachfließt. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ja, jetzt gehen wir als erstes mal hier hoch und machen das hier zu. Hier möchte ich gerne noch alte, ganz normale Schleusen nehmen, sprich hier die Dreifachschleusen, die ich von Hand aufmachen muss. Ja, die möchte ich hier nehmen. Hier könnten wir schön eins, bist du sicher, dass du die Dreifachschleuse freischalten möchtest? Ja, wir haben ohne Ende. So und so, und da möchte ich die hinbauen. Und dann können wir das hier auch nochmal schön zumachen lassen. So und so und so. Und dann ist das richtig schön hoch und alles zu hier. Und wenn das fertig ist, dann können wir wunderbar anfangen, das hier zuzumachen. Hier kann ja dann der Überlauf drüber. Und wenn wir sagen, Ekelwasser, nein, dann sollte das passen, ja. Dann macht er den ja zu und wir machen den hier sowieso auf. Dann läuft alles da lang. Müssen dann nur sehen, dass wir hier noch auf jeden Fall ordentlich was hinpacken für das Faulwasser zum Abschöpfen dann. Ich möchte das so machen wie damals in der ersten Staffel, wo wir die Normalos gespielt haben. Dann machen wir hier die drei, machen wir auf, und dann kann das alles hier langlaufen und da aus der Karte rauslaufen, weg damit. Ja? Das werden wir an dem hier testen, und wenn das gut klappt, machen wir hier unten weiter die Wand mit dem schönen Frischwasser und hier irgendwo dann auch noch mal so drei Dinger rein, dass die von der anderen Seite auch noch hier reinlaufen können. So mein Plan. Gucken wir, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Erstmal sind die jetzt wie die Wilden hier am Bauen. Währenddessen können wir hier unten mal planen. Hier hatte ich noch ein paar schöne hingebaut. So, Plattformen. Da können wir nämlich neue Häuser drauf bauen. Die können auch gebaut werden hier. Kostet wieder 70 Holzstämme. Ey, das ist verdammt viel. So, und während die das bauen, können wir hier oben nochmal gucken, ob wir irgendwo... könnten eigentlich jedem Fermentierer hier seine eigenen geben. Oh, das ist doch hier irgendwo, ne? Hydroponischer Garten, Ölpresse, Gärbottich. Der hier ist es. Wir brauchen ja immer selber... Das geht, ich glaube nicht, weil da halt der Weg dran ist, ne? Das dürfte das Problem sein. Oder reicht das, den so anzuschließen? Wir setzen mal hier hin, wir setzen mal hier hin. So, dann könnten wir das nämlich ein bisschen, dann machen wir hier so rundherum. Dann können wir hier jeweils den Fermentierer hinsetzen. Für Pilze und Algen. Und dann können die auch noch gegessen werden. Und die bräuchten dann natürlich auch noch ein Lager. Aber das kriegen wir schon hin. Warten wir erstmal, nicht wieder 300 Sachen gleichzeitig bauen. Sondern immer schön Stück für Stück, nach und nach alles. Was ist hier? Da ist nichts los. Die sind alle oben drauf, glaube ich. Ist auch ziemlich weit weg hier, rot. Weil das Bezirkshaus hier ziemlich weit weg ist, ne? Bevölkerung migrieren? Nein. Arbeiter, kannst du mal wieder voll machen. Bitteschön, wir haben ja eh noch ein paar Arbeitslose hier. Drei Stück. Und da können wir eine neue bauen. So, wenn ich jetzt mal gucke und den runter mache, das müsste super passen. Genau, das wollen wir. Super. So soll das sein und nicht anders. Der erste Kommentar heute kommt von vom Lutz. Du schreibst, danke fürs Spielen, danke für den Kommentar, danke fürs Zuschauen. Freut mich, dass es dir gefällt. So, und Toki schreibt noch, wenn du unten in der Leiste auf das Haus mit dem Hammer klickst, kannst du Gebäude und Straßen und so weiter schneller entfernen. Habe ich dann auch gecheckt hier unten, das meinst du, ne? Hier, Ressourcen, Gebäude und so weiter und so fort. So, mach mal weg. Übrigens, das ist was größer. Ich habe das UI was größer gestellt. Ja, dass das hier rankommt, nicht übereinander. Aber nebeneinander ist okay. Und dann können wir mal schauen, dass wir hier ein bisschen besser sehen können hier unten. Vielleicht finde ich dann die Sachen noch schneller. Wer weiß.
So, wie sieht's aus hier? Den wollten wir auch noch wegmachen irgendwann, um hier was zu bauen. Aber ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, weil das ja verdammt viel ist hier oben, ob wir nicht lieber hier noch so einen kleinen Kanal reinmachen. Ich weiß gar nicht, das ist auf der Höhe, oder? Nein, ist es nicht. Und dann können wir hier noch das ganze Holz abmachen und dann machen wir hier noch eine Siedlung hin. Könnten wir auch überlegen. Da noch eine Siedlung hin, hier läuft es schön, das läuft auch gut. Den Bagger für den Lehm und so weiter müssten wir noch machen. Wo können wir den hinmachen? Müssen wir auch mal gucken, der braucht ja auch Strom. Den vergesse ich ständig. Ich bin jetzt im Moment voll fixiert hier oben drauf. Die sollen das fertig machen. Dass wir dann anfangen können, das hier zuzumachen. Und dann können wir mal gucken, wie das funktioniert. Ob das funktioniert oder ob ich wieder alles überflute. Ich kenne mich ja. Eieieiei. Da bist du mit dabei. Da ist nichts drin. Nein, das dauert. So, die hier werden gebaut oder nicht? Sollten gebaut werden. Oh, null, okay. Ja, die sind halt oben dran, ne? Die sind oben dran, das dauert ein bisschen. Das dauert echt noch ein bisschen, weil es halt viel ist. Gerade die hier, die waren viel. Und jetzt sind sie hier dran. So, also. Unten das Haus, die beiden Windräder und die Wand hier fertig machen. Hört sich gut an. Und wie es der Zufall will, kommt natürlich jetzt gerade genau eine Faulwasserflut. Du siehst, wusch, jetzt kann ich dir das mal zeigen. Er macht das jetzt hier zu und gleich, wenn die weg ist, die geht ja nur 1,9 Tage. Das sollte eigentlich relativ schnell vorbei sein. Hier müssen wir auch gucken. Hier breitet sich das ganze Kackwasser aus. Ey, igitt. Ui, Deiwildo. Jetzt sehen wir schön, das läuft hier runter. Das hatten wir ja gesehen, glaube ich, schon mal bei einer. So, der müsste das jetzt zumachen. Zack, Ende, da kommt nichts mehr durch. Jetzt geht das hier runter. Der macht dann natürlich auch dicht und es kommt nichts mehr durch. So, aber ich muss gerade hier hin, das hier von Hand zumachen. Sonst haben wir hier gleich ein Problem. Wir haben schon ein Problem. Mach zu. Mach auf. Jawohl. Zack. So, siehst du, er macht das zu und jetzt steht hier das ganze Kackwasser. Und das geht auch nie mehr weg. Weil das saubere Wasser dann alles hier runterläuft. Müssten wir vielleicht das hier dann doch nochmal trennen. Das hier zumachen, weil das läuft ja auch hier hoch und dann da lang, glaube ich. Dass wir zwei getrennte Ströme haben, dass praktisch die Quelle hier nur noch das alles versorgt. Und die Quelle hier dann hier runterläuft und wirklich hier durchläuft. So dass das auch gespült wird. Wäre eine Idee. Auf der anderen Seite ist das dann wirklich zu und das Kackwasser kann natürlich nirgendwo mehr hin. Da müssen wir schauen, was jetzt besser wäre. Die sind gleich fertig, dann können wir hier anfangen, links und rechts zuzumachen. Lassen wir die drei großen hier auch erstmal offen dann, schauen, ob das funktioniert. Dann kann das da rauslaufen. Bin gespannt. So, Häuschen wird auch schon angefangen zu bauen, das ist gut. Die hier leider noch nicht. Ah, da passiert sowieso nichts, weil leer, dicht hier. Passt trocken. Es ist das hier natürlich alles reingelaufen. Das ist doof. Das ist echt doof. Weil ich zu spät war. Junge, Junge, sieht das aus. 0,7 Tage noch. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Man sieht schon, wo die Strömung lang geht. Hier lang, nämlich. Und dann geht die hier runter und da hoch. Vor allem hier runter. Ein bisschen hoch. Hier um die Ecke und hier lang. Hier ist wieder deftige Strömung. Eieieiei. So, seid ihr hier fertig? Einer hier fehlt noch, links und rechts. Sie ist aber so weit von einem Bezirk entfernt und kann nicht von Bauarbeitern erreicht werden. Was? Aber die bauen doch da. Und der hier, das ist jetzt zu hoch, der dritte, oder was? Gucken wir mal, ob sie da hinkommen. Es fehlt wirklich nur noch der. Der hat ja auch kein Material. Dann müsste ich echt hier noch Weg drauf machen. Bis hierhin, für den einen. Dein Ernst jetzt? Dein Ernst? Naja, wir gucken mal. Haben sie wenigstens Zeit, jetzt hier weiter zu bauen? Der ist fast fertig. Die hier müssten gebaut werden. 2 von 25, 0 von 25. Sollte auch klappen, wenn jetzt wieder Tag ist und sie arbeiten. Dann haben wir hier schon drei. Die können logischerweise nicht. So, V-Wasserflug ist vorbei. Zyklus 47 beginnt. Juhu! Nice. So. Dum, 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 dum. Ein Biber ist verletzt. Oh nein! Verdammt nochmal. Da kommt wieder das saubere Wasser. Jetzt können wir uns das genau angucken, was ich meine. Jetzt kommen sie nämlich auch angerannt. Richtig. Jetzt müssen sie echt bis da hinten hin zu dem einen.
So, das hier ist gut. Jetzt wird langsam hier das saubere Wasser wieder reingedrückt. Das alte geht, das dreckige geht raus. Das gefällt mir. Hier kommt auch schon das saubere Wasser. So, ihr seid fertig hier. Ihr seid fertig. Das heißt, wir können jetzt wirklich anfangen, hier zu bauen. Pass auf. Deich, 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 Deich. Hier auch. Deich, 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 Deich. So, und da oben kommt dann wieder der Ablauf dran. Der Überlauf da. Stütze oder wie das Ding heißt. Ich kann mir den Namen nicht merken. Junge, da rennen sie alle. Wie sieht's aus? Wasserräder sind gebaut. Haus ist gebaut. Jawoll, sehr gut. Dann könnten wir jetzt noch die beiden Fermentierer hinsetzen. Bauernhaus, den Gerbottich. Und zwar den und den. So, dann müssten wir nur die Straße hier lang machen. So und so. Jetzt gerade geht das ja nicht. Kann ich da einfach drüber bauen oder meckert der dann? Er meckert. Okay, dann muss das weg. Da. Ja, von der anderen Seite kommen wir ja dran. Das ist ja kein Problem. Zack und zack. Sehr gut. Sehr gut. Dann können wir die nämlich hier hinpacken. Hier haben wir genug Platz. Da können noch kleine hin. Natürlich alles extra so geplant. Ne? Also, weißt du Bescheid. Weißt du Bescheid? Extra so geplant. Was ist da drin? Maniokwurzeln, okay. Kohlrabi, Beeren, Auberginen, Rapsamen, Auberginenration. Gut, passt. Alles klar. So, jetzt siehst du schön. Guck. Hier kommt langsam wieder das saubere Wasser. Hier steht immer noch das Kackwasser. Es geht und geht nicht weg. Leider. Bisschen doof. Das müsste jetzt schon mehr ansteigen. Siehst du, es ist schon mehr angestiegen, weil halt, ne? Es läuft. Mehr rein als rauskommt, dadurch, dass wir das jetzt hier blockieren. Bin ich mal gespannt, wie das klappt. Hier hinten kann das ruhig alles überfluten, das ist mir egal. Dann machen wir gleich weiter. Wir sind jetzt erstmal hier dran. Bin ich gespannt, wie das wird. Jetzt ist es schon hier oben. Kann natürlich sein, dass das mehr steigt, als als wir hier oben ablaufen lassen können. Aber das geht schon, weil die drei sind ja offen. Da kann das locker rauslaufen. So, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die, wenn die komplett offen sind, eine viel, viel größere Durchflussrate haben, als halt der kleine Überlauf da. Ne? So, hier ist wieder alles sauber, hier ist wieder alles sauber. Gott sei Dank. Das muss ich auch mal ändern hier irgendwann, dass wir das nicht immer von Hand machen müssen. So, kannst du alle aufmachen. Du alle zumachen. Bitteschön. Sehr schön. Unser See bald ausgetrocknet hier. Aber das ist ganz gut, wenn hier trocken ist, können die von unten drunter mal alles sauber machen und bauen. So, was soll hier rein? Produktionsplan, keiner fermentierte Pilze, jawohl. So, und das hier sind Algen. Müssen wir die kochen oder was? Produktionsplan. Maniokwurzel, Sojabohne, dann mach mal Maniokwurzel. Müssten wir ja auch haben. Nix Algen, die werden noch gebaut, jawohl. Das ist hier. Maniokwurzeln müssen noch da rein. Der ist am Fermentieren. Haha, sehr gut. Schon kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Essen. Und die hier geben ja richtig Power, dadurch, dass die im Kanal sind. Und hier schön Strömung ist. Nicht wahr, Tobias? Du schreibst, Ede, klick doch einfach mal den Schütz an. Da siehst du die Einstellung. Ja, Party, er hat's endlich mal einen angeklickt. Und du kannst es so einstellen, dass die auch bei 0,1% Verseuchung schließen. Und der Abfluss sich dann öffnet. Du kannst es auch einstellen, dass die sich automatisch öffnen, wenn der Wasserspiegel hinter dem Schütz unter einem gewissen Wert sinkt. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Aber guck, jetzt haben wir das hier wieder. Ne? Hier ist wieder das Kackwasser. Ich lasse das nochmal so. Hier ist jetzt Wasser, weil das von hier aus da reinläuft jetzt. Ja? Mal gucken, ob das von alleine irgendwann wieder aufgeht. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Wir werden sehen. Guck, jetzt ist schon so voll, dass hier alles überläuft. Ich glaube, unsere drei werden nicht reichen. Aber mal gucken. Ja, jetzt sind die ja ein bisschen langsamer, weil das da lang läuft. Gut zu wissen. So, machen wir schneller. Die haben den langen Weg, du.
Weiter steigen dürfte es nicht, weil das ja alles daraus läuft. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. So, ihr klöppelt da. Jawohl. Holz haben wir mehr als genug. Ja, Rohholz. Ohne Probleme. Ohne Probleme. So, der ist auch hier dran. Jawohl. Das kommt gleich. So, noch ist es zu, ne? Jo, noch ist zu, weil das Dreckwasser da ist. Ah, ich muss echt gucken, weil hier läuft ja ein klein bisschen ab und ich weiß nicht, ob auch ein bisschen hier reinspült und das Dreckwasser dann hier hochdrückt, sodass das hier noch mit abgeführt wird. Das würde ich halt gerne testen und gucken. Bin mir nicht zu 100% sicher, ob das so klappt. Oder ob das jetzt dauerhaft da steht. Weil man ist natürlich schneller, wenn ich jetzt hier hingehe und die gerade aufmache. Lass das rauslaufen. Und ja, dann ist gut. Ne? Keine Güte ausgewählt, wie gestrandet. Wie hast du das denn geschafft, du Experte? Wie, mein Freund, wie? Oh Gott, ey. Bitteschön. Ja, die hellsten sind sie nicht, wie man sieht. Mann, 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 Mann. So, hier sollen fermentierte Pilze rein schon mal. Fermentierte Pilze, bitteschön. So, du hast Maniok, du hast Maniok. Hier kommt fermentierte Maniokwurzeln rein. Sojabohnen, fermentierte Pilze, Beeren, Mangroven, Maisration, Kohlrabi, fermentierte Maniokwurzeln. Haben wir zwar schon mal gehabt, aber dann haben wir sie jetzt nochmal. Haben wir sie zweimal. So. Die Algen müssen wir dann wahrscheinlich hier drin gucken, ne? Auberginenration, Algenration. Ja, siehst du? Die müssten hier gekocht werden. Okay. Wow, das Öl geht runter. Was ist da los? Was ist da los, Freunde der Nacht? Seid ihr fertig hier? Ja, so gut wie. So gut wie. Hier läuft immer mehr Wasser runter, aber das ist kein Problem. Hier läuft ja auch noch ein bisschen. Dürfte ja bald dann wieder trocken werden. Geht schon da rein. Okay. Was hier hinten passiert, ist vollkommen egal. Da haben wir ja nichts gebaut. Wir müssen ein bisschen langsamer laufen hier, um da durchzukommen. Alter, 85 Millionen Kilometer, bis sie mal da sind. Sehr gut. So, dann können wir jetzt die beiden Stützen reinpacken. Nicht so rum, sondern so rum. Da und da. Und dann können wir hier schon dam, 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 dam. Das zumachen und dann möchte ich das wirklich bis oben hin voll haben. Mal gucken, ob das klappt oder ob das hier überall überläuft. Das interessiert mich. Darum geht's. Das will ich sehen und testen. So, und hier passiert irgendwie gar nichts gefühlt, oder? Ich meine, wir haben ja noch Wasser hier. Die können schwimmen. Die hier sind irgendwie alle kaputt gegangen durch Kontaminierung. Das gefällt mir nicht. Aber vielleicht kommen die ja wieder. Wenn nicht, müssen wir neue setzen. So, wie sieht's aus? Schützen sind fertig. Schließen oberhalb von Kontaminierungsgrad 5. Nein, mach mal 1%. Zu 1%. Schließen unterhalb von Kontaminierungsgrad 5. Okay. Abwärtsstromtiefe 0,46. Kontaminierungsgrad 0%. Schließen ab Abwärtsstromtiefe 7,5. Okay. Nein, braucht man nicht. Lass die da mal in Ruhe bauen. Was haben wir hier? 12 von 12. Okay. Der da drüber ist noch gar nicht fertig. Bin gespannt, ob das reicht. Ich bin gespannt, ob wir das so hinkriegen. So, gucken wir mal. Guck mal, der Tobias hat noch einen dritten Kommentar geschrieben. Und zwar, ja, die können von oben nach unten unbegrenzt arbeiten, aber nur das bauen und nicht das abreißen. Okay. Blöde Biber. Nix können sie hier, nix Gescheites gelernt, du. Der ist fertig, jetzt brauchen sie wieder das Holz da drin. Wie sieht's hier hinten aus? Das ist auch gut, die sind am Wuseln. Zwei Arbeitslose, 16 freie Betten. Boah, hier muss auch mal wieder was gemacht werden. Wir haben ja hier unseren Mittelding, ne, wo sie schön was machen können. Haben wir eigentlich noch was für Dekoration zum Beispiel? Dach ist mir egal. Eine Laterne. Wir tun die jetzt einfach mal freischalten. Ja, ich will gucken, wie die aussieht. Brauchst so viel Platz? Muss ich die hier so hinstellen? Kann ich die nicht...
Ästhetik-Laterne im Umkreis. Ach, du siehst, wo die Ästhetik bringt hier. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, die müsstest du so in die Mitte stellen. Aber Wahnsinn. Müsste ich die irgendwie hier so draufstellen. Gut, Laterne ist ein Bobbes, Strauch, Bank. Halte mal frei. Können wir da so eine hinsetzen? Ich weiß ja nicht. Bin halt eher so der Typ, der das Ganze hier so macht, dass es vernünftig, was heißt, dass es vernünftig ist, dass es effizient ist. Ne? Wenn ich da jetzt eine Bank hinklatsche oder so, dann ich weiß nicht. So, ich glaube, es wird nach und nach sauberer hier. Es ist zwar noch zu. Jetzt müsste er wieder aufmachen, ne? Jetzt macht er wieder auf. Sehr gut. Also er macht auch von alleine auf. Das dauert nur. Wie wir sehen. Vielleicht sollten wir hier dann nicht 5% einstellen, sondern was weiß ich, 10% oder so. Jetzt ist alles wieder sauber. Die kleine Welle hier, die ist nicht schlimm. Das passt. So, wie seid ihr hier dran, Leute von heute? Alles läuft hier lang, ey, alles überflutet. Aber wir wollten das ja testen, ne? So, zu. Jetzt kommt der nächste. Jetzt müsste es eigentlich wieder steigen. Nein, tut's nicht, weil hier noch mehr überflutet wird. Yes! Yes! Wir überfluten alles. So muss das sein. Hier wird nichts überflutet. Da ist es noch hoch genug. Das passt. Wir sind immer zwischen den drei Dingens, die am hin und her wuseln. Aber ich will jetzt noch keine Häuser bauen, weil dann haben wir das Problem mit Teilzahnholz und Biberstatue. Umkreis von drei Feldern. Das zum Beispiel wäre gut. Können wir hier so hinstellen? Nein. Könnten wir hier hinstellen, aber ich will die nicht ins Wasser stellen. Die muss ja hier irgendwo... So, ob die das toll finden? Stellen wir mal hier eine hin. Was kostet die überhaupt? 30 Metall. Wie viel Metall haben wir? 200. Wo laufen viele lang? Hier? Da kann noch so eine. Das sind schon 60 Metall. Hier ist viel los. 90 Metall. Und hier bei den ganzen Leuten. Wo viele langlaufen. So, 120 Metall. Mal gucken, was daraus wird. Ob die dann hier auch ein bisschen blablablub kriegen. Guck mal, Dekorateur, Tür, Kratzbürste. Okay, Kratzbürsten brauchen wir auch mehr, wie ich sehe. Interessant, interessant. Allerhand, Herr Elefant. So, seid ihr oben fertig? Ja, geh mal weg. Das ist fertig. Da muss noch der nächste gebaut werden, der Stütz hier. Schütz, nicht Stütz. So. Hier kommt gar nichts raus. Das läuft alles hier lang. Sehr gut. Und dann machen wir den mal zu, wenn das hier fertig ist. Und gucken, ob das klappt. Da bin ich gespannt. Ich lasse die Brücken, die Treppen und alles hier einfach drin stehen. Mal gucken, ob das dann, ne, ob damit was passiert. Ob die einfach bleiben. Ich bin hier gespannt. Was haben wir hier? Lage-Overlay anzeigen. Wasser ausblenden? Nein, auf keinen Fall will ich nicht. Ich will das Wasser haben. Ansichtsebenen unendlich. Müssten ja jetzt kommen dafür. Oder die sind nur alle hier unten dran mit den Statuen. Ah, wobei, fast fertig. Die hier steht. Jo. So, die Frage ist, ob die jetzt wirklich die Ästhetik hier kriegen oder... Dachterrasse, Lagerfeuer. Es sind echt wenige hier. Wir brauchen mehr Dachterrassen und Co. So, oder ob die, ob es reicht, wenn die da dran vorbeilaufen. So rum. Oder ob die wirklich die ganze Zeit das da haben müssen. So, wie sieht's aus? Noch ein Brett. Jawohl. Zack, fertig. Jetzt können wir mal ganz frech hingehen und die drei hier zip, zumachen. Dann kann man nämlich auch gucken, ob das reicht oder ob das hier hinten überläuft. Das wäre natürlich fatal, wenn das hier überall überläuft. Aber erstmal muss es ja voll werden. Ja, wir sehen ja hier. So, wir gehen auf die nächste Etage. Es müsste eigentlich dann hier rauslaufen. Weil im originalen Flussbett hat es ja auch mit den dreien gereicht. Dann müsste es ja jetzt auch reichen.
mit den drei Schützen da. Bin ich mal gespannt. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann müssen wir mehr Schützen bauen. Dann müssen wir irgendwo abreißen. So, das ist voll. Aha, guck, da geht's ja schon. Super. Sehr gut, genau das wollte ich haben. So. Abwärtsstromtiefe 0,4. Schießen ab. Abwärtsstromtiefe 7,5. Also, läuft wunderbar dadurch. Passt perfekt. Passt perfekt. So wollte ich das haben. Sehr gut. Dann machen wir hier nochmal drüber. So, dann haben wir hier nämlich das wunderbare Reservoir. Und jetzt können wir hier hingehen, weil die ja von oben nach unten unendlich bauen. Das wissen wir jetzt, dank Tobias. Fangen wir hier schon mal an und machen das so zu. So, und dann machen wir den Weg nämlich bis hier hin und dann hier runter. So, und dann kann hier alles voll Faulwasser werden und da runterlaufen, wie es will. Juckt mich nicht. Ja? Also, das läuft wunderbar. Haben wir ein riesengroßes Reservoir auch dafür, wenn Dürre ist zum Beispiel. Sehr geil, gefällt mir. Ihr könnt da wieder bauen, das ist wieder normal. Noch nicht alles weg. Aber dann wissen wir auch, das können wir hier auch locker bauen. Machen wir hier dieselbe Höhe wie hier. So, schauen wir mal. Weißt du was, dann lassen wir das hier weg und nehmen das hier, bauen das hier einfach weiter. Dann kann der hier auch alles voll machen mit Wasser. Der müsste ja dann, wenn ich mal gucke, gib mal her, auf der hier so, zipp. Ja, dann die hier, so ungefähr. Müsste passen. Müsste locker passen. So, dann kriegt er hier auch ein paar Schützen hin. 3, 4 Stück. Mal gucken. Wie wär's mit 4? Was? Wie viele kommen hier raus? Lass mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Bei dem hier kamen nur 3 raus, ne? Jo, hier kommen nur 3 raus. Okay, deswegen passt das auch. Also solltest du immer mindestens so viele machen, wie du da halt Quellen hast. Schätze ich mal, damit das passt. So, das sieht super aus. Jetzt können wir hier runtergehen. Wir bauen noch ein paar Häuschen jetzt, damit wir mehr Leute kriegen. Und wir wollen ja endlich mal hier fertig werden. Metall sieht übel aus. 99, da könnten wir langsam auch mal. Warum ist denn hier alles trocken, wenn ich fragen darf? Das ist zu, hier fließt nichts durch. Den hatten wir zugemacht, oder was? Nee. Das müssen wir alles mal aufmachen. Hier müssen wir auch noch hin, das muss ja auch noch zugemacht werden. Ist echt alles trocken. Alles trocken. Naja, da wollen wir ja eh nicht hin. So. Oder wir machen den hier noch auf für mehr Wasser. Mal gucken. Da, 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 da. Oh nice, was habe ich denn hier jetzt angemacht? So, jetzt aus bitte. So, noch 2 Häuschen drauf. Dann müssten wir erstmal genug Leute haben hier. So, wo ist denn... Ah, hier ist die. Da könnte man bald schon hier einen durchmachen. Aber das ist vollkommen egal, weil unser Metallding ist ja hier. Oh, Altmetall ist voll, 170 von 180, aber wir planen ja schon vor, weil das hier bald weg ist, ne? So, die Häuschen, die Frage ist jetzt, lassen wir das so, machen wir das hier. Die sind 5x5, ne, hier waren die, ne? 5x5, hier sind sie 3x3. Ah, dann würde das hier wieder nicht passen, ne? Habe ich wieder Käse gebaut. Gibt es auch einzelne? Ein Überhang. Warum sollte ich? 5x5 Metall, 3x3 Metall und 1x1 gibt es nicht, oder was? Bin ich doof? Wo war das denn? Was ist das hier? Das ist die Kaffeerösterei. Haben wir auch noch nicht. So, Wasserströmungsanzeige ist mir gerade egal. Flüssigkeitsableiter leitet Wasser oder Faulwasser ab. Okay. Baracke, große Baracke, Reihenhaus, großes Reihenhaus. Bringt aber alles dasselbe hier. Habe ich das Gefühl. Das sind die. Hier ist Explosion, Geländeblock. Nein, danke. Ein Erdbagger brauchen wir auch noch. Genau.
Paulwasserflut steht bevor. Ha! Jetzt haben wir genau das, was ich meinte. So, jetzt können wir gucken. Die müssen wir natürlich von Hand aufmachen dann, ja. Aber das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. Der André schreibt, kann man immer noch Spielwünsche bei dir abgeben? Wenn ja, bitte Workers and Resources und du kannst bei den Schützen reinstellen, dass die bei einem bestimmten Kontaminierungsgrad schließen können. Das mit den Schützen können wir jetzt. Workers and Resources habe ich sogar, aber ich komme überhaupt nicht mit dem Spiel klar. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ne? Ich habe das seit Release, seit 2019 und seit 2019 habe ich es auch nicht mehr gespielt. Also wir müssten uns das mal wieder angucken. Ihr könnt sowieso, wer das hier sieht, kann mir mal in die Kommentare schreiben, wie lang die Videos sein sollen oder wie lang ihr guckt, wo ihr sagt, das ist mir zu lang. Weil ich mit dem Gedanken spiele, eher statt immer weiter Videos zu machen, viel eher das Ganze zu streamen. Und dann sind die Videos ja auch hier. Ja? Dann haben wir statt, keine Ahnung, 10 Folgen Timberborn, haben wir 2 Streams a 3-4 Stunden. Ja? Zum Beispiel. Wäre auch eine Idee. So. Kannst du mir mal schreiben, was du davon hältst? La 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 la. 2,2 Tage noch. Juhu. So, das ist hier, aber hier ist echt wenig Wasser, muss ich sagen. Ich glaube, wir machen das jetzt hier. Pass auf. Wir gehen jetzt hier hin. So, wo ist das? Hier Abriss. Hier kommt das auch nochmal rein. Das wird abgerissen. Dann kannst du das hier alles abreißen. Weg damit. Da muss nur die Straße hin, damit die wieder dahin kommen. Sonst können sie ja nicht laufen so weit. Wir kennen das ja. Und dann machen wir jetzt hier auch noch eine Siedlung, die wir schön planen können. So. Damit du Bescheid weißt. Dann kann hier auch der Kaffee gerüstet werden und so weiter und so fort. Macht das Zeug weg. Juhu. Du-di-du-di-du. Läuft echt alles hier lang, ne? Alles hier lang, da ist kaum was. So, habt da frei. Jawoll. Bringt mich Stoff drauf. Bis hier hinten hin. Guck mal, wie weit das geht. Der kann dann danach weg. So, 1,2 Tage noch. Das gefällt mir echt gut, dass das so klappt mit denen. Richtig geil. Richtig, richtig geil. So. Ist natürlich blöd, das Faulwasser, das wird jetzt trotzdem hier überall hinlaufen. Weil halt, ne, noch nichts zu ist. Aber ich denke, du kennst meinen Grundgedanken dahinter, oder? Denke schon. Der muss auch abgerissen werden, damit wir da rankommen. So. Dann der weg, dann kann das hier weg. Der kann weg. Da gucken wir dann. Das wird schon. Haben wir denn hier 5 frei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sogar. Okay, das sollte locker passen. Das sollte locker passen. Was war das jetzt? Interessant. Ihr seid fertig. Ah, noch lange nicht. Da fehlen noch einige. So, der muss auch noch gesprengt werden. Hätten wir eigentlich direkt 2 tief machen können, ja? Baut das Zeug mal hin, aber dann brauchen wir wenigstens wieder ein bisschen Sprengstoff. Das ganze schöne, saubere Wasser. Jetzt ist es weg, gleich wieder. Da, 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 da. Sehr schön. So. Das passt alles. Hier kann die Straße auch noch lang. Wunderbar. Die sind echt fleißig. Da geht's leider nicht. Und da ist auch noch Straße. Lass einfach liegen, tritt sich fest, passt schon. So, jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Kommt da mehr Faulwasser raus als normales Wasser? Alles wird igittigit. Der muss jetzt, der macht ja jetzt zu, ne? Jawohl, wenn da das Faulwasser rankommt, dann müsste er zumachen, so dass hier kein Faulwasser rauskommt, automatisch.
Wir machen dann da hinten auf. Da müssen wir nur aufpassen. Die werden dann kontaminiert. Wupp, 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 macht dazu. Siehst du, aber jetzt fängt es natürlich an zu steigen. Das heißt, wir müssen den aufmachen. Achtung. Faulwasser. Da müssen wir nur aufpassen, dass unsere Biber nicht kontaminiert werden. Wir dürfen jetzt hier hinten nichts machen. Guck mal, jetzt läuft es schon bis da hinten hin. Sehr geil. Sollte reichen. Sieht man das? Jo. Perfekt. Perfekt, dann kann das erstmal hier alles überfluten. Ich meine, hier kommt trotzdem Kackwasser an, wie man sieht. Der müsste jetzt schon wieder zumachen. Den habe ich schon wieder verpennt. Wir kennen es. Oh Mann, Ede, du Pfeife. Jetzt können wir es auch laufen lassen. Mir ist eigentlich egal. Kommt mal rauf, lass laufen. Sowieso alles kontaminiert hier. Ah, Ede. Der Vogel, ey. Der Vogel. Aber es funktioniert. Das ist wichtig. Darum geht's mir. So, die hier können wir wegmachen. Den können wir wegmachen. Jetzt müssen wir hier noch hin. Wieder Sprengstoff. Bis dahin. Bis dahin. So, und dann könnten wir das hier eigentlich noch durchziehen, ne? Dass das einmal komplett durch ist. Dann haben wir nämlich wieder eine schöne Strömung. Und können wunderbar... Wunderbar. Hier. Easy peasy wieder ein paar Windräder, Wasserräder ranmachen. So, dass die da schön alles vergammelt hier. Alles vergammelt, ey. Boah. Wie geht. Eieiei. Aber das ist ja dann demnächst weg, wenn wir das hier wirklich fertig gebaut haben. Und ich denke, du wirst verstehen, wenn ich das dann hier Stück für Stück auch immer so zwischen den Folgen einfach bauen lasse. Indem ich das mal ein bisschen laufen lasse, ne? Weil das ist einfach zu lang. Das ist zu lang. Das müsste ich so oder so rauscutten. Hier unten wollten wir auch noch den Damm bauen, dass es stehen bleibt. Aber da müssen wir dann erstmal gucken, ob das reicht. Beziehungsweise, was heißt, ob das reicht. Ob es reicht, wenn wir hier oben das machen, weil dann läuft hier ja immer nur sauberes Wasser durch. Faulwasser wird ja immer nach hier hinten umgeleitet. Das kommt ja gar nicht mehr da unten hin dann. So, ihr seid fertig, das lassen wir mal. Dann kann hier wieder weiter gebommelt werden. Zip, die bip, hobbel die hopp. So. Sehr schön, hier ist auch alles vergammelt. Juhu, alles kontaminiert und eingegangen. So muss das sein. Sehr gut. Lecker Faulwasser hier, lecker Faulwasser, richtig schön. Es gammelt ohne Ende. Juhu! Es gammelt in alle Wände. Du, 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 du. Seid ihr hier fertig? Nein, noch nicht. Da unten haben wir noch gar nicht gemacht. Warum habe ich hier noch nicht gemacht? So. Jetzt aber. Ich kann das einmal durch. Perfekt. So, hier nur noch saures Wasser. Nein. Dauert, bis das da alles durch ist. Aber ist ja egal, wohin es geht. Dann kommt das schon wieder. Naja, jetzt wird es langsam wieder alles blau. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Juhu! Weg mit dem Zeug! Jetzt wird es natürlich noch Nacht. Weißt du, da kannst du das nicht gut sehen. Weil alles braun ist hier. Kommt hier schon wieder sauberes Wasser? Hier müsste schon wieder langsam sauberes kommen. Ich meine, den hier könnte man ja auch umleiten, dass der nur hier durchgeht, ne? Müssen wir mal gucken, weil das hier, das ist jetzt so, ja, muss nicht unbedingt sein. So, ihr seid fertig. Ihr seid rein theoretisch fertig. Wie sieht's hier aus? Mittlerweile auch wieder ganz gut. Die letzten Reste laufen ab. Hier kommt schon saures Wasser raus. Jawohl. Komm, weg mit dem Zeug. Weg das auch wieder grün. Zack. So. Muss das unbedingt mal wieder richtig einstellen. Aber guck mal, es läuft langsam ab. Es läuft langsam ab. Also es wäre schneller ausgelaufen, als es hier überläuft. Weißt du Bescheid. So, jetzt muss es natürlich erstmal wieder rankommen. Hier ist das saubere Wasser, da ist der Dreck. Hier ist auch noch überall Dreck, aber der ist ja gleich weg.
Ach, ist das schön. Ist das schön. Dieses Objekt. Ach, da kommt keiner hin. Okay. Da kommt keiner hin. Dann machen sie mal. Oh, wie sieht's hier aus? Da will ich das nicht. Das ist auch noch der Dreck. Der fließt hier lang. Okay. Kannst du... Okay, warum läuft der denn jetzt über? Weil noch kontaminiert, ne? Da, sondern hier. So, mach mal auf. Muss ich das verstehen? Eben hat es funktioniert, jetzt funktioniert es nicht. So, okay, es läuft wieder hier raus. Zack, zack, dann war das noch zu viel, ne? So, ach, ich bin ein Experte, ey. Also... Gott sei Dank hier hinten passiert und nicht bei unseren Bibern vorne, ja. Hier muss ich echt noch ein bisschen üben mit dem Einstellen und so weiter. Schließen oberhalb von 2%, okay. Jetzt geht's wieder alles hier raus. Passt. So. Wunderbar. Gefällt mir. Der Biber ist verletzt, oh nein. Der Arme. Der Arme, der Arme. So, kannst du das hier noch machen? Hier hin? Jawohl, kannst du. Könnte man die nämlich noch bis dahin bauen. So, wie sieht's bei euch hier aus? Hier muss noch eine Treppe hin. Dass du da dran kannst. Nein, nicht so. Andersrum. Wie soll man denn da runterkommen, ey? Experte. So, die muss gebaut werden. Da muss das noch gesprengt werden. Hier sieht wieder alles sauber und ordentlich aus. Ich glaube, der Raps ist langsam auch ein bisschen wenig. Ich würde mich demnächst mal daran machen, hier den Berg einzuebnen, sodass wir ja auch noch ein bisschen Platz haben. Aber erstmal wird jetzt, wie gesagt, das hier präpariert und dann können wir hier wunderbar noch ein bisschen was bauen. So. Soll er da durchlaufen? Gehst du jetzt? Nein. Du mal hier priorisieren. Das passt alles. So. Eigentlich könnten wir hier dann auch noch die hinbauen. Weil den kann ich ja dann sagen, so, wenn ich hier sage, die werden geschlossen und bei den anderen, wo das Faulwasser rauslaufen soll, ja, kannst du dann sagen, schließen oberhalb von. Müssten wir dann nur ein bisschen höher stellen, ne? Mit anliegenden Schützen synchronisieren. Jawohl. So, wenn wir hier bei denen haben wir jetzt schließen oberhalb von 2% Kontaminierungsgrad. So, wenn ich die jetzt hier auf 100 setze, dann müssten ja eigentlich immer auf sein. Ne? Weil mehr als 100% geht ja nicht. Heißt, wenn ich da so, wenn ich da dann 100 reinstelle, dann müssten die ja, wenn Vollwasserflut kommt, müssten die ja immer offen bleiben. Aber leider wären die dann auch die ganze Zeit offen. Wenn kein Vollwasser da ist, oder? Du kannst ja wirklich nur, schließen ab Abwärtsstromtiefe von 7,5. Da müsste ich hier, glaube ich, 0 einstellen, ne? Können wir mal testen. Was haben wir hier für eine Abwärtsstromtiefe? 0,49. Okay. So, das heißt, wenn ich jetzt hier 0 habe, dann müsste der hier sinken. 0,48. Schließen ab Abwärtsstromtiefe von 0. 0,5, dann ist er drüber. Okay. Ich lasse es lieber mal, wie es ist gerade. Muss ich testen. So 100% bin ich damit noch nicht. Ich bin immer sehr schnell verwirrt, was das angeht. Wie du mit Sicherheit schon gemerkt hast. So. Sehr schön, sehr schön. Das da rein, das hier rein. Jawohl, die haben wir.
Das läuft, ja, würde ich sagen. Mittlerweile haben wir 122 Biber. Belegte 122, frei 52. Jo. Können wir noch jede Menge züchten hier, aber irgendwie wollen die nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen mehr Beeren, wir brauchen mehr Extrakt. Haben wir überhaupt noch Extrakt? Haben wir. Okay. Und müssen einfach mal schneller mehr Bottiche aufstellen. Weil hier geht es ja nur über die Bottiche und nicht über, Boom. Und nicht über... Dankeschön. So, dann könnt ihr noch einen Schütze rein. Nicht über die normale Reproduktion. Bitteschön. Muss ich mich auch nicht mehr drum kümmern. So. Haben wir alles. Dann könnt ihr jetzt in Ruhe die Schütze bauen. Das funktioniert einwandfrei. Heißt, ich baue jetzt hier die Wand weiter. Hier werden wir dann noch schön was, werden wir noch schön was herstellen. Beziehungsweise anlegen an Gebäuden, an Siedlungen. Hier ist ja alles grün, wunderschön. Und ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.